Hallo und herzlich willkommen bei Nachgehakt, dem Polit-Talk bei Open Web TV. Wir diskutieren heute über die Umbenennung des größten Platzes in Münster, des ehemaligen Hindenburgplatzes, jetzt Schlossplatzes und vielleicht bald wieder Hindenburgplatzes. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich ganz kurz meine Gäste vorstellen. Zu meiner linken Seite Frau Anna Paul, Sprecherin der Schlossplatz-Initiative. Und hier kommt auch schon ein kurzer Einspieler. Mein Name ist Anna Paul von der Bürgerinitiative Schlossplatz. Wir sind für den Schlossplatz, weil wir der Meinung sind, dass es im Jahr 2012 nicht möglich ist, einem Antidemokraten wie Hindenburg eine Ehrung zu verpassen. Anna Paul, Schlossplatzbefürworterin der ersten Stunde und Sprecherin der Schlossplatzinitiative. Wenn es nach ihr ginge, sehen die Straßenschilder rund um den Platz so aus. Frau Paul, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute ins Studio gekommen sind. Zu meiner rechten Seite Klaus Gottwald. Klaus Gottwald ist Sprecher der Pro-Hindenburg-Platz-Initiative und auch für Herrn Gottwald ein kurzer Einspieler. Ja, mein Name ist Klaus Gottwald. Ich bin Sprecher des Bürgerbegehrens pro-Hindenburg-Platz.de. Wir wollen es einfach nicht hinnehmen, dass nach 87 Jahren ohne einleuchtenden Grund auf manipulative Art und Weise so ein Platz umbenannt worden ist. Klaus Gottwald, Sprecher der Bürgerinitiative Pro Hindenburgplatz, wünscht sich, dass nicht nur die Beschilderung des Parkleitsystems bleibt, sondern dass die Straßennamen in Zukunft so aussehen. Außerdem ist auch Dr. André Krischer bei uns heute zu Gast. Er ist Juniorprofessor im Historischen Seminar in Münster und wird heute als Geschichtsexperte hier für uns auftreten. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und auch hier der kurze Einspieler für Herrn Krischer. André Krischer, Historiker an der Uni Münster. Das Historische Seminar der Uni Münster hat sich bereits Mitte Juli in der Frage eindeutig positioniert. Man empfiehlt, nicht hinter dem Konsens der Forschung über Hindenburg zurückzufallen und deswegen beim Namen Schlossplatz zu bleiben. Ja, vielen Dank nochmal an alle, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Dann fangen wir vielleicht direkt mal mit der ersten Frage an. Frau Paul, warum liegt Ihnen denn das Thema Schlossplatz so am Herzen? Ja, also die Situation ist ja so, dass der Rat beschlossen hat, dass der Platz umbenannt werden soll. Und er heißt jetzt seit März Schlossplatz. Wenn man den Platz jetzt zurückbenennen würde, dann würde man damit ja Hindenburg quasi erneut ehren. Und ich glaube, dass es einer Stadt wie Münster im Jahr 2012 nicht gut zu Gesicht steht, Hindenburg zu ehren. Okay, vielen Dank schon mal an Sie. Herr Gottwald, auch Sie engagieren sich ja in diesem Bereich, allerdings, wenn man so will, für die Gegenseite, für die Pro-Hindenburg-Platz-Initiative. Warum? Warum liegt Ihnen das Thema wiederum am Herzen? Also offen gesagt war ich sehr sauer, als ich der Zeitung entnehmen musste, dass ein Ältestenrat eingerichtet ist, dass da sogenannte Historiker gehört worden ist und dass der Platz umbenannt werden soll. Wobei dann noch nicht klar war, um welchen Namen es sich handelte. Schlossplatz war nur einer der Alternativen. Ich hatte den Eindruck, es sollte nur darum gehen, dass der Hindenburgplatzname wegkommt. Und das habe ich nicht eingesehen, denn der Hindenburgplatz, den gibt es jetzt, glaube ich, seit 87 Jahren. Und weshalb sollten wir schlauer sein als andere? Okay, Sie haben gerade die Geschichte erwähnt des Platzes. Und deswegen schauen wir uns jetzt kurz einen Beitrag an, wie das überhaupt alles aussah mit dem Hindenburgplatz. Der Schlossplatz in Münster hat eine langjährige Geschichte. Ins Stadtgebiet kam die heutige Fläche des Schlossplatzes im Jahre 1661. Zu dieser Zeit konnte allerdings noch nicht von einem Platz die Rede sein. 1759 änderte sich das allerdings, als der Platz von der fürstbischöflichen Verwaltung den Namen Neuplatz erhielt. Seit 1916 wird der damalige Neuplatz für den Sendt genutzt. Der Platz behielt seinen Namen,
bis zum Jahre 1927, als er zu Ehren des 80. Geburtstags von Paul von Hindenburg in Hindenburgplatz umbenannt wurde. Der Platz wurde auch für militärische sowie religiöse Veranstaltungen genutzt, wie hier beim Katholikentag 1930. 85 Jahre später, im März 2012, entschied der Rat der Stadt Münster mit 53-23 Stimmen, den Hindenburgplatz in Schlossplatz zu benennen. Daraufhin sammelte die Bürgerinitiative Pro Hindenburgplatz über 15.000 Unterschriften, um einen Bürgerentscheid zu bewirken. Jetzt kann die Bevölkerung selbst entscheiden, wie der Platz in Zukunft heißen soll. Herr Krischer, Sie als Geschichtsexperte, sind Sie soweit erstmal mit unserem kurzen Abriss einverstanden oder gibt es noch irgendwelche Daten, die Sie besonders hervorheben möchten, was die Geschichte des Schlossplatzes, ehemaligen Hindenburgplatzes anbetrifft? Ja, also es ist richtig, er ist 1927 in Hindenburgplatz umbenannt worden, aber es ist natürlich nicht so, dass dieser Name seitdem unumstritten war. 1947 gibt es eine erste Irritation mit dem Namen. Infolge der Direktiven des Alliierten Kontrollrates sollen ja Straßen und Plätze nach bekannten Militaristen, wie die Formulierung lautet, nicht länger diesen Namen tragen. Und in Münster gibt es dann eine Anfrage des Rates über den münsterischen Regierungspräsidenten, wird die weitergeleitet an das Land Nordrhein-Westfalen, an das Innenministerium, an Walter Menzel. Walter Menzel, Mitglied auch der Parlamentarischen Kommission, also einer unserer Verfassungsväter, antwortet darauf, ja, es ist richtig, Militaristen sind ein Problem und Hindenburg fällt unter diese Kategorie. Er ist jemand, der in den 30er Jahren und besonders dann nach 1933 die Verfassung gebrochen hat. Die Empfehlung von Walter Menzel lautet also, benennen Sie diesen Platz um. Aber 1947 versandet dieser Vorschlag. Der Rat hat natürlich auch andere Sachen zu tun, er versandet, aber er kommt immer wieder auf. Man kann, soweit ich weiß, ungefähr 15 unterschiedliche Initiativen der Zeit zwischen 1947 und 2008 zählen, die diesen Namen geändert haben wollen. Allerdings hat es erst, das ist auch kein Zufall, erst mit dem Antrag der SPD aus dem Jahre 2008 tatsächlich auch dazu geführt, dass dann am 21. März dieses Jahres dann der Rat tatsächlich die Umbenennung endgültig dann entscheiden konnte. Also eine sozusagen umstrittene Bezeichnung seit 1927, denn auch in diesem Jahr ist es ja nicht so, dass gewissermaßen im allgemeinen Konsens nun Hindenburg mit dem Platz geehrt wird. Es ist gewissermaßen der Versuch des Bürgermeisters Sperlich, die Nationalkonservativen mit diesem Platz gewissermaßen dann auch für sich zu gewinnen. Also ein umstrittener Name. Ja, also durchaus auch ein langwieriger Prozess, was das anbetrifft. Herr Gottwald, wir haben gerade gehört, Hindenburg, Militarist, auch oft gefallen der Ausdruck Steigbügelhalter Hitlers. Warum ist es für Sie, ist die Tatsache, dass Hindenburg Hitler als Reichskanzler ernannt hat, für Sie nicht Grund genug zu sagen, der Platz soll auf keinen Fall so heißen? Also ich bestreite, dass Hindenburg ein Militarist war. Hindenburg hatte den Beruf eines Soldaten gewählt, das ist richtig. Wenn man jeden Soldaten als Militaristen bezeichnet, was ich für falsch halten würde, dann könnte man zur Not noch sagen, dass er Militarist ist. Er ist in den Ersten Weltkrieg als Offizier reingekommen. Er hat im Ersten Weltkrieg eben wie Millionen andere auch seine Pflicht getan. Und er ist dann nach dem Ersten Weltkrieg dann als Generalleutnant, glaube ich, nee, Generalfeldmarschall schon, pensioniert worden. Also ich sehe wirklich nicht, wie man ihn als Militaristen bezeichnen kann. Was war noch die zweite? Das andere wäre gewesen, die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. Ja, das ist natürlich schon von Bedeutung. Es ist bloß so, man muss sich die verfassungsrechtliche Position des Reichspräsidenten angucken. Er war genau wie heute verpflichtet, den Führer der, oder es war zumindest üblich, den Führer der Staatsfraktion zum Reichskanzler zu ernennen. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es zwei starke Fraktionen, das war einmal die KPD und das war die NSDAP. Und da kam nach Lage der Dinge, gab es keinen anderen Kanzlerkandidaten, der auch
vom Gremium, also vom Reichstag getragen worden wäre. Außerdem kommt hinzu, dass er genau wie Millionen andere Deutsche auch sich nicht vorgestellt hat, was passieren kann, wenn Hitler Reichskanzler wird. Die Fantasie fehlte den anderen Deutschen zu diesem Zeitpunkt genauso. Nachher ist man immer schlauer. Herr Krischer, aus Ihrer Perspektive, wie sieht das aus? Wie würden Sie das beurteilen? Also sehen Sie das so, dass Hindenburg ein Antidemokrat war, so wie wir das auch in dem Einspieler von Frau Paul vorhin gehört haben? Oder wie würden Sie sich da positionieren? Es ist mittlerweile unter den Historikern ein Konsens, dass Hindenburg mindestens ab 1932 aktiv gegen die Verfassung gearbeitet hat. Und das, was Herr Gottwald gerade beschrieben hat, kann man als den sogenannten Hindenburg-Mythos bezeichnen. Der Hindenburg-Mythos besagt, grob gesagt, Hindenburg hat keine andere Wahl gehabt. Nicht? Er steht gewissermaßen in der Situation und kann gewissermaßen gar nicht selber handeln, sondern reagiert nur auf Dinge, die ihm da gewissermaßen vorliegen. Und das ist eben ein Mythos, mit dem 2007 grundlegend aufgeräumt worden ist durch die Forschungen des Stuttgarter Historikers Wolfram Püther. Man muss da kurz mal eben was zu sagen. Man muss sagen, dass es eigentlich bis 2007 keine wirkliche Hindenburg-Forschung gab in Deutschland. Man hat gedacht, über diesen Mann weiß man eigentlich alles, da muss man gar nichts Großes mehr neu drüber erforschen. Das hat dazu geführt, dass die Historiker, auch die Geschichtswissenschaft, in ihren Überblicksdarstellungen jenen Mythos weiter kolportiert hat, den Hindenburg ja selbst und sein ihm zugeneigtes Umfeld selber gewissermaßen initiiert haben. Nun hat eben Püther das gemacht, was Historiker machen, wenn sie Forschung betreiben. Er ist in die Archive gegangen, in 40 Archive, und hat unzählige Nachlässe ausgewertet und hat dort ein komplett anderes Bild gezeigt. Der Punkt ist, Hindenburg ist eben nicht wie Wachs in den Händen einer um ihn herum strawenzelnden Kamarilla, die ihm ins Ohr flüstert, also den Hitler, den müssen wir jetzt nehmen. Nein, Hindenburg ist eine entscheidende Figur. Das ist der Punkt. Alles, was Hindenburg tut, geht zurück auf seine bewusste Entscheidung, das, was er tun will. Und es ist ja keineswegs so, dass in den Jahren 1931, 32 jeweils der Führer der stärksten Fraktion zum Kanzler gemacht wurde. Das ist ja im Grunde ist ja völlig falsch. Es ist ja so, dass wir mit den sogenannten Präsidialkabinetten dort zu tun haben. Das heißt, Hitler ernennt Personen, von denen er glaubt, dass sie gewissermaßen diese Misere, die man eben da hat, bewältigen können. Das ist Brüning, das ist Papen, das ist Schleicher und das ist am Ende Hitler. Das heißt, er setzt Leute ein, denen er kurzfristig sein Vertrauen schenkt und ihnen das auch wieder entzieht. Das heißt aber auch, dass er in der Position bleiben will, die Situation dort eben aktiv zu gestalten. Und man weiß mittlerweile, das ist das Verdienst von Herrn Püther, dass ab dem Oktober 1931 für ihn Adolf Hitler als einer derjenigen in Frage kommt, die als Führer der sogenannten Volksgemeinschaft Deutschland aus dieser Situation, aus dieser Krise befreien können. Und das ist der Punkt, warum die Historiker von Antidemokrat sprechen. Das heißt, die Volksgemeinschaft ist ja eine Gemeinschaft, wo keine Parteien mehr existieren, kein Parlament. Ja? Das heißt, da ist einer, der es sagt, wie es zu laufen hat. Und da ist eben der Punkt, wo man sehen kann, wie Hindenburg Stück für Stück ab 1932 darauf hinarbeitet, Hitler zum Kanzler zu machen. Aber peu à peu, das ging nicht sofort. Man muss sich das vorstellen, Hindenburg denkt nur in militärischen Kategorien. Er ist der Generalissimus, der Generalfeldmarschall. Und dann trifft er auf einen Gefreiten, der böhmische Gefreite, Hitler. Er vertut sich da Braunau, Brno, also das kann er nicht genau auseinanderhalten, wo Hitler herkommt. Da muss erstmal gewissermaßen eine gemeinsame Ebene gefunden werden. Man kann Hitler nicht sofort zum Kanzler machen. Hitler muss sich erstmal ein bisschen hochdienen. Und dieser Prozess der Assimilation, der Angleichung, der ist um die Jahreswende 1933 erreicht. Sodass am 30. Januar 1933 nicht etwa aus der Not herausgeboren Hitler dann zum Kanzler gemacht wird, sondern ein Prozess abgeschlossen ist, der schon länger währt und den Hindenburg aktiv befördert hat. Das heißt, die Rede vom Steigbügelhalter Hitlers ist eine brauchbare Metapher, um zu beschreiben, dass es nicht sozusagen eine tragische Entscheidung war, Hitler zum Kanzler zu machen, sondern auf ein bewusstes Kalkül und, das ist der nächste Punkt, auf gemeinsame Werte zurückzuführen ist. Jetzt haben Sie ja gerade schon ganz gut beschrieben, wie die neuesten Erkenntnisse da in der Forschung, in der Geschichtsforschung sind.
Jetzt hat sich ja auch das historische Seminar in Münster relativ einheitlich da durchaus positioniert, eigentlich relativ ungewöhnlich, dass das so stattgefunden hat. War das auch innerhalb des geschichtlichen Seminars relativ eindeutig, der Tenor, oder gab es auch erstmal große Diskussionen? Nein, es gab überhaupt keine Diskussion. Sämtliche Kollegen, alle Professoren, alle wissenschaftlichen Mitarbeiter waren sich einig, dass hier aktiv Geschichtsrevisionismus betrieben wird und dass wir dem nicht gewissermaßen kommentarlos zuschauen wollen. Es ist völlig richtig, dass Historiker sehr selten in gesellschaftspolitischen Debatten aktiv werden können. Hier war aber ein Punkt, wo wir im Vorstand des Seminars gesagt haben, hier wollen wir unsere Stimme zur Geltung bringen und sagen, dass gewissermaßen eine Rückbenennung des Hindenburgplatzes einen Mann ehrt, der von Professor Thama, und das ist keineswegs irgendein Historiker, Herr Gottwald, sondern das ist einer der wichtigsten Historiker der NS-Geschichtsschreibung, den wir haben, von einer Unheilsfigur der deutschen Geschichte gesprochen hat. Ja, und das ist eben in Deutschland auch Konsens. Sie werden keinen Historiker finden, der dieses Bild, was Pütter da beschrieben hat, in Zweifel zieht. Okay. Könnte ich darauf auch gleich antworten? Also ich kann dieser Stellungnahme, die Sie da abgeben, nicht zustimmen. Zum einen fangen wir mit der Person von Herrn Thama an. Herr Thama hat behauptet, dass der Herr Stehr, da ist eine Straße in Münster, die auch mal umbenannt werden sollte, dass der Herr Stehr aktiv Hitler unterstützt hat und auch bei Veranstaltungen anwesend gewesen ist. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welche, sonst müsste ich hier gucken. Da hat aber inzwischen die Forschung ergeben, dass er nicht aktiv beteiligt war. Das heißt, Herr Thama hat da was Falsches gesagt und hat sich nicht hinreichend korrigiert. Das ist also das eine. Das zweite ist folgendes, ich habe den Pütter auch gelesen. Ich habe den Pütter nicht so verstanden, dass er quasi Hitler als Gefolgsmann da von Hindenburg aufgebaut hat oder dass er ihn lenken wollte, sondern es war in der Tat so, das schreibt Pütter Meiser ganz deutlich, dass Hindenburg mit seinem Latein natürlich nach diesen Notkabinetten am Ende war und dann nur, weil er von Hitler gewisse Zusagen erhalten hat über Verhalten, nur dann damit einverstanden war, dass er Reichskanzler wurde. Das heißt, er hat ihn nicht unbesehen akzeptiert. Es war auch so, dass sich Hindenburg in der Vergangenheit ständig negativ mit Hitler auseinandergesetzt hat. Er war ja auch der Gegenkandidat von Hitler bei der Wahl 1932. Im Übrigen hat die SPD ihn damals auch unterstützt. Also das kann man nicht sagen, dass er so ein bewusster Steigbügelhalter geworden ist. Er hat dann bloß nachher, und das schreibt auch Pütter, angesichts der Alternative, entweder jetzt Hitler zum Reichskanzler zu ernennen oder Chaos zu haben, denn wir haben ja nun Schlägereien gehabt zwischen verschiedenen Flügeln zwischen KPD und NSDAP, dann wollte er nicht dieses Chaos, den Deckel von diesem Chaos nehmen, damit es da nicht eine unsteuerbare Entwicklung gab. Also das muss man zur Ehrenrettung auch sagen. Und dann noch ein letztes, dass die Historiker hier in Münster aus irgendwelchen Gründen die Auffassung vertreten, die jetzt der Sachverständige vertreten, und das mag sein. Aber interessant ist, dass sämtliche Vorgänger, die da waren, sämtliche pensionierten Historiker, Leidinger und was weiß ich, kann sie Ihnen alle aufzählen, andere Auffassung waren als Thama und die anderen. Und man kann ja nun auch schlecht zu sagen, die sind alle nun dumm gewesen oder Nazis gewesen. Haben das nicht so gesehen, wie die jetzigen das sehen. Ja. Man sieht, das Thema spaltet die Meinung, spaltet die Gemüter. Aber gehen wir mal weg von der Person Hindenburgs. Das ist sicherlich ein Thema. Ein anderes Thema ist ja auch, innerhalb der Pro-Hindenburg-Platz-Initiative gibt es ja nicht nur Befürworter von Hindenburg, sondern ein Thema ist auch der Punkt, dass gesagt wird, in dem Moment, wo man diesen Namen ändert, würde man ein Stück Geschichtsrevision betreiben, weil so ein Name wie der Hindenburg-Platz eben auch ein Stück Geschichte Münsters wäre. Was würden Sie dem entgegnen, Frau Paul? Ja, das sehe ich eben nicht so. Also Geschichtsrevision dazu betreiben, das ist in keinem Sinne gewesen. Der Stadtrat hat eben auch in dem Beschluss von März mitbeschlossen, dass eben
das Straßenschild abmontiert werden soll, dass der Platz einen neuen Namen bekommt, dass aber dort auch eine Gedenktafel zur Geschichte des Platzes aufgestellt werden soll. Und man muss halt einfach schlichtweg sagen, dass Straßennamen sich nicht dazu eignen, an irgendwas anzumahnen, sondern Straßennamen sind nun mal immer Ehrungen. Wenn wir uns heute angucken, wonach neue Straßen benannt werden, dann überlegt man nicht, wer hat denn in der Geschichte mal was richtig Schlimmes gemacht, wo wir mal irgendwie mit dem Finger drauf zeigen können und schreiben ihn deswegen auf ein Straßenschild. Das wird einfach nicht mitgedacht und es kann auch so nicht funktionieren. In Adressen und auf Stadtplänen kann das eben halt einfach auch nicht so sein, weil man da keine erklärenden Worte finden kann. Wenn jemand auf den Stadtplan guckt und sich da anguckt, was gibt es für Straßen, dann sieht man eben keine erklärenden Worte darunter, wie man das eben auf einem Straßenschild unter Umständen noch machen könnte. Und das geht eben halt auch in Adressen einfach nicht. Herr Gottfeld, Ihnen würde so eine Tafel nicht reichen? Eine Tafel, die vielleicht darauf hinweist, wie die Geschichte des Platzes sich entwickelt hat und die sich durchaus auch mit dem Thema auseinandersetzt? Das wäre Ihnen... Das müsste schon mal eine sehr lange Tafel sein, sodass das ja kaum praktikabel ist. Wenn Sie gestatten, würde ich hier ganz gerne was kurz zitieren, was zu der Frage Umbenennung. Es gibt hier einen Begriff, der entwickelt worden ist, mehr oder weniger satirisch, von einer Renomenitis. Und zwar die Renomenitis wird definiert als zwanghaft kollektive Manie von Kommunalpolitikern zur Umbenennung von öffentlichen Straßen und Plätzen, in der Regel verbunden mit der Zielsetzung, vermeintlich historisch belastete Namen und Persönlichkeiten aus dem Gedächtnis zu tilgen. Vereinzelt zielt Renomenitis auch auf die Heroisierung von Protagonisten der 68er-Bewegung. Renomenitis ist ein vorwiegend deutsches Phänomen, das verstärkt seit Beginn des 21. Jahrhunderts auftritt. Es gibt eigentlich auch schon Belege aus dem letzten Jahrtausend. Ich will das jetzt nicht alles so im Einzelnen vorlesen, aber das fällt einem besonders bei uns in Deutschland auf, dass man wieder die Meinung früherer Zeitgenossen, Vorgänger, die so etwas für richtig gehalten haben, und die haben das damals 1927 für richtig gehalten, Hindenburg zu ehren. Es ging dann nicht alleine darum, Nationalkonservative zu gewinnen, sondern man muss auch überlegen, Hindenburg hat ja mit seinen militärischen Leistungen im Ersten Weltkrieg Deutschland davor bewahrt, dass die Russen ins Land weiter drangen. Die waren ja immerhin nach Ostpreußen einmarschiert. Und deshalb hat er, und deshalb hingen die Leute an ihm, hat er mit Ludendorff natürlich zusammen im Wesentlichen es geschafft, dass die Russen rausgedrängt wurden. Und man hat also schon wegen dieser, wenn man so will, nationalen Verdienste diesen Mann da zum Reichspräsidenten gemacht. Wie gesagt, mit den Stimmen der SPD. Und ich finde das einfach ein Fehler, dass man Plätze oder Straßen, die jetzt 87 Jahre durch alle Zeiten ihren Namen behalten haben, bei uns in Deutschland, nicht in anderen Ländern, dann immer aus kurzfristigen politischen Überlegungen oder vielleicht deshalb, weil in der Kommunalpolitik so eine Straßennamenänderung besser durchzusetzen ist und billiger ist, als einen Haushalt zu sanieren, so etwas tut. Das stört mich. Okay. Die Pro-Hindenburg-Platz-Initiative wirbt ja auch sozusagen mit dem Ausspruch ein Stück Heimat. Hindenburg-Platz, ein Stück Heimat. Frau Paul, wie ist das für Sie? Also verbinden Sie da auch ein Stück Heimat mit oder wie gehen Sie mit dem Thema um? Also wir sehen, es geht ja nicht nur sozusagen um geschichtliche Argumente, sondern es steckt auch viel Emotion hinter dem Thema. Ja, also ich glaube nicht, dass sich das Heimatgefühl der Münsteranerinnen und Münsteraner an dem Namen Hindenburgplatz festmacht. Das glaube ich nicht. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass die Leute sagen, ich verbinde mit diesem Platz auch Erinnerungen an meine Kindheit, an meine Jugend, das würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber ob das unbedingt das Stück Heimatgefühl ist, dass der Name Hindenburgplatz auch bleibt, das glaube ich einfach nicht. Also das. Ja, vielleicht Herr Gottfeld, an Sie noch mal ganz kurz die Frage, Hindenburgplatz, ein Stück Heimat, wie sehe es denn da mit der architektonischen Umgestaltung des Platzes aus? Wenn wir zum Beispiel sagen, der Platz soll nicht umbenannt werden, weil so wie er ist, ist er jetzt 87 Jahre gewesen und so hat er geheißen. Es gibt ja auch Pläne, den Platz durchaus auch äußerlich umzugestalten, nicht nur namentlich, sondern auch was die Bebauung des Platzes anbetrifft, zum Beispiel eine Tiefgarage anzulegen unter dem Platz und eine neue Art von Park dort entstehen zu lassen. An Sie persönlich vielleicht die Frage, wie sehen Sie, wie würden Sie das beurteilen? Das ist nicht unser Ansatz gewesen. Also über weitere Projekte, mit denen man möglicherweise den Namen Hindenburgplatz den Bürgern noch hätte
mehr interessant machen können, haben wir uns also keine Gedanken gemacht. Uns ging es wirklich in erster Linie darum, so ein Wiedererkennungsphänomen, nämlich Hindenburg, der Name Hindenburg, der den Platz in der ganzen Republik bekannt gemacht hat, zu erhalten. Und wir haben auch nicht eingesehen, dass es jetzt 87 Jahre später noch da einer Geschichtsrevision bedarf. Herr Krischer, Renumeritis haben wir gerade gehört von Herrn Gottwald. War Ihnen das schon ein Begriff vorher? Nein, und das halte ich auch jetzt in diesem Zusammenhang für abwegig. Herr Gottwald hat einiges gesagt, von dem manches falsch ist und manches problematisch. Nicht? Das muss man vielleicht nochmal, also zunächst einmal auf die Pyta-Darstellung eingehend, nicht? Das ist natürlich ganz dezidiert, dass die neue Darstellung zeigt Hindenburg als einen entscheidenden Akteur, der Hitler sozusagen mit Hitler in seinen gemeinsamen Werten verbunden ist. Nicht? Und da ist auch die Reichspräsidentenwahl von 1932 der falsche Punkt. Hindenburg stört sich im Grunde, Hindenburg ist die ganze Zeit damit beschäftigt, sein eigenes Denkmal aufzubauen. Und 1932 stört ihn diese pöbelhafte NSDAP, die ihn nicht richtig als Generalfeldmarschall würdigt. Das ist der Grund, warum er nochmal antritt, weil er gewissermaßen nicht so abtreten möchte. Nicht? Er möchte gewissermaßen wirklich als unumstrittene, bejubelte Figur, als Nationalheld abtreten. Das passt 1932 noch nicht. Er geht also in einen Wahlkampf, auf den die SPD und die Zentrumspartei hineingefallen sind, denn die scharfen Attacken, die die NSDAP etwa gegen die SPD führt, nehmen Hindenburg nicht etwa zum Anlass, um etwas dagegen zu sagen, sondern er ist vorsichtig, er will sich mit Hitler nicht verderben. Das ist das eine. Also es gibt ein aktives Hinarbeiten, eine Wertegemeinschaft, die 1932 besteht, die 1933 in dieser Ernennung Hitlers mündet, und das ist eben Konsens der Forschung. Und haben sich, wie Herr Gottwald zu Recht sagt, Kollegen Emeriti gemeldet, Herr Leidinger, Herr Jakobmeier, Herr Teuteberg. Und da ist es zum zweiten Mal zu einem ungewöhnlichen Maßnahmen des historischen Seminars gekommen. Da haben wir uns noch einmal davon distanziert. Wir haben gesagt, diese Kollegen sprechen wieder besseres Wissen. Entweder kennen sie den Forschungsstand noch nicht oder sie wollen ihn bewusst nicht zur Kenntnis nehmen. Wer also etwas anderes über Hindenburg behaupten will, der muss andere Forschungen vorlegen, die also das pythische Narrativ entwerten. Das ist das eine. Das andere zu Herrn Thamer, der ja wirklich hier wichtig ist, muss man natürlich sagen, also er hat über Herrn Stehr gesagt, er habe an Bücherverbrennungen teilgenommen. Das lässt sich nicht nachweisen, auch nicht ausschließen, aber Hermann Stehr ist natürlich ein Panegyriker des Dritten Reiches. Er hält Elogen auf Hitler. Ja, also das reicht allemal, um den Stehrweg umzubenennen. Nicht? Das ist also problematisch und hochproblematisch und eigentlich auch inakzeptabel, Herrn Thamer oder auch Herrn Kenkmann als Tendenzhistoriker zu bezeichnen, das geht nicht. Ja? Also da muss man sich ausdrücklich vor verwahren. Hier geht es darum, dass gewissermaßen gegen wissenschaftliche Erkenntnisstände Meinungen positioniert werden. Und die sind in so einer Debatte natürlich nicht zu verifizieren. Wir können das Buch jetzt nicht ganz lesen, wir können es auch nicht debattieren. Ich kann Ihnen nur sagen, dass das gesamte historische Seminar der Universität Münster, sämtliche Kollegen, mit denen ich gesprochen habe an den deutschen Universitäten, sehen es so. Wenn man etwas anderes behauptet, begibt man sich auf den Pfad des Revisionismus. Das heißt, man behauptet sozusagen gegen Forschungsmeinungen anderes. Gegen Wissen anderes. Das ist das Problem. Und wir müssen uns nochmal darauf konzentrieren, warum der Hindenburgplatz eigentlich umbenannt werden soll. Das hat nichts eigentlich mit seinem Militarismus zu tun. Das hat auch nichts übrigens mit seiner Dolchstoßlegende zu tun. Man sollte sich doch nicht vertun und Hindenburg als eine unumstrittene Figur der Weimarer Republik zu zeichnen. Ich meine, er hat bekanntlich 1919 vor dem Untersuchungsausschuss große Teile der Deutschen als Verräter bezeichnet. Das heißt, sein Bild der Deutschen ist im Grunde eines, das Sozialdemokraten, Zentrumspolitiker und den politischen Katholizismus ausschließt. Es ist ein exklusives Bild, was er von Deutschland hat. Ja, das muss man sich, das ist also eine umstrittene Figur gewesen. Das ist das Nächste. Und das ist aber nicht der Punkt, denn die Frage der Stadt war ja, wenn wir Straßen umbenennen, das ist ein heikles Unterfangen, da muss man sehr vorsichtig sein. Ich stimme Ihnen zu, Herr Gottwald, dass man im Grunde bei Umbenennungen äußerst behutsam vorgehen muss. Aber was ist das Kriterium? Das Kriterium ist, diejenigen Personen, die aktiv an der Errichtung und Stützung des Nationalsozialismus beigetragen haben, die wollen wir nicht länger auf unseren Straßen als Namenspatrone haben. Das ist das Kriterium. Es steht nicht zur Debatte, Bismarck-Alleen umzubenennen. Es steht nicht zur Debatte, den Hohenzollernring umzubenennen. Wir haben überhaupt keine Probleme mit Reichskanzlern, Dynastien, Territorien, nicht mit Preußen oder so etwas.
Aber es gibt das Kriterium eben der aktiven Stützung des NS und da ist Hindenburg eben gewissermaßen ein Kandidat für eine Umbenennung. Nur darum geht es. Und daraufhin hat Herr Thamer zusammen mit Herrn Kenkmann dieser Kommission auf der Grundlage der Forschung einen Vorschlag eingereicht, der eben darauf hinausläuft, aufgrund eben Hindenburgs aktiver Hinarbeitung auf das Dritte Reich und dann, das kommt ja erst noch, was er 1933 bis 1934 gemacht hat, im Grunde hat Hindenburg dafür gesorgt, dass Hitler überhaupt in den Sattel kommt. Der Tag von Potsdam, dieser symbolträchtige Tag der Versöhnung von Preußentum und Nationalsozialismus, seine Unterzeichnung der Notverordnung, das Außerkraftsetzen unserer bürgerlichen Rechte, das Schweigen zu politischen Morden, an Röhm und SA-Leuten, aber auch an Schleicher. Der Terror gegen auch Zentrumspolitiker und Konservative, zu denen Hindenburg geschwiegen hat. Und dann hat er in seinem Testament rückblickend gesagt, Demokratie, das war nur eine Übergangslösung. Die Stunde musste reifen, wo das dem deutschen Volk bewusst wurde. Und sie war 1933 so weit, dass wir damit abschließen konnten. Mein Kanzler, Adolf Hitler, hat eben zu dieser besonderen Form, die wir jetzt annehmen müssen, einen entscheidenden Schritt beigetan. Das ist also gewissermaßen das, wie er auch seine eigene Leistung beurteilt. Er ist gewissermaßen deswegen die Übergangsfigur von der Demokratie zur Diktatur. Und das ist allemal ein Grund, um die Straßen umzubenennen. Denn Straßennamen sind eindeutig immer Ehrungen. Es gibt eben keine Straßennamen als Mahnmale, sofern sie Täter natürlich, also Täter in Anführungszeichen mal, nicht? Es gibt auch keine Osama Bin Laden Straßen oder sowas, nicht? Gut, wir sehen, Hindenburg spaltet hier die Gemüter. Bevor Sie, Herr Gottwald, darauf noch was entgegnen, schauen wir uns doch erstmal an, was die Münsteraner denn dazu meinen. Und nachgehakt hat nachgefragt, schauen wir mal, was die Münsteraner zu dem Thema so sagen. Wir sollten dazu stehen, zu dem Hindenburgplatz. Warum? Weil wir das, ich hätte schon fast gesagt, unseren Eltern schuldig sind. Einfach so, aus Tradition. Also ich finde, sollte Hindenburgplatz bleiben. Ja. Ich bin jetzt 52 Jahre in Münster und seitdem kenne ich das nicht anders, dass das der Hindenburgplatz ist. Und naja, wollen wir ja hoffen, dass er weiter so bleibt. Ne? Schlossplatz können Sie ja da vorne das Stückchen nennen, was vorm Schloss ist. Nehme ich an. Also ich werde tatsächlich abstimmen und für den Schlossplatz. Ich hatte eigentlich ursprünglich gar keine richtige Meinung dazu und mir war die Debatte irgendwie voll egal. Aber dann habe ich irgendwie diese Wahlplakate gesehen und ich fand es so krass zu sehen, dass Hitler hier auf Wahlplakaten hängt. Also für den Schlossplatz natürlich, aber mit Hindenburg zusammen in dem Moment, wo er zum Reichskanzler ernannt wird. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, eigentlich kann das schon nicht sein, dass der so heißt. Und dann dachte ich, ich stimme mal für den Schlossplatz ab. Also ich stimme für Schlossplatz, weil ich den rechten Kräften keinen weiteren Nährboden geben will. Und ich befürchte, dass dadurch noch mehr Aufmärsche und sowas nach Münster kommen könnten. Also ich werde auf jeden Fall für den Hindenburgplatz stimmen. Ich denke einfach, also die Plakate sagen einem ja immer, wegen gerade der Geschichte sollte man nicht für Hindenburg stimmen. Aber ich denke doch, dass er eine wichtige Persönlichkeit ist, der Geschichte. Und auch das auf Schlossplatz umzubenennen ist lächerlich. Ja. Schlossplatz ist in Ordnung, das Schloss ist da, was soll denn das? Kostet nur Geld, wieder alles ändern. Ne? Die ganzen Schilder, Stadtpläne, alles muss geändert werden, das ist doch Quatsch. Ich habe gegen den Hindenburgplatz abgestimmt, da ich denke, dass die Debatte ziemlich schwachsinnig ist, nochmal nach einer erfolgreichen Umbenennung das Ganze wieder aufzurollen und entsprechende Kosten zu verursachen. Okay, wir sind für Hindenburgplatz. Ja, weil damit sind wir groß geworden. Das heißt schon immer so, alle nennen das so. Und auch würde das jetzt Schlossplatz heißen, würde ja trotzdem immer noch jeder so Hindenburgplatz sagen. Deswegen ist es eigentlich nur Geldverschwendung. Also ich finde schon Schlossplatz wäre ganz gut. Passt und ja, denke ich. Ja, wir sehen ganz viele unterschiedliche Meinungen, die sich durchaus auch durch alle Altersstufen ziehen. Da kann man also keinen Strich ziehen, dass man sagen kann, die älteren Leute, die sind alle für den Hindenburgplatz und die jüngeren, die sind alle für den Schlossplatz. Das ist, dem ist nicht so. Frau Paul, wie erklären Sie sich das? Würden Sie sagen, die Bürger sind im Vorfeld nicht genug ins Boot geholt worden für diese Entscheidung der Umbenennung in Schlossplatz? Oder wie erklären Sie sich das, dass das Thema jetzt die Gemüter doch so aufgekocht hat und durchaus auch junge Leute dabei sind, die für den Hindenburgplatz sind? Würden Sie sagen, da ist nicht genug Aufklärungsarbeit geleistet worden aus Ihrer Sicht?
Ja, also ich möchte mal sagen, die Stadt hat sich da ja jede Menge Mühe gegeben. Es sind einige Informationsveranstaltungen gelaufen. Es gab eine Ausstellungsreihe dazu. Ehre, wem Ehre gebührt, war der Titel dieser Ausstellung. Und es sind Podiumsdiskussionen gelaufen. Die Stadt hat eine Historikerkommission eingesetzt, die sich eingehend damit beschäftigt hat, die Ergebnisse auch öffentlich vorgestellt hat. Also Aufklärungsarbeit ist schon gelaufen. Wer dann im Endeffekt sagt, er hat nichts vorher mitbekommen vor der Umbenennungsdebatte, der hat aus meiner Sicht eben halt auch die Medien nicht verfolgt oder sich sonst nicht selbst auch informieren wollen. Die Möglichkeit dazu hätte auf jeden Fall bestanden. Auch im Internet hat die Stadt da breit aufgeklärt. Warum so viele Leute sagen, dass sie da keinerlei Kenntnis von hatten, ist für mich nicht einfach nachzuvollziehen. Also kann ich nichts zu sagen. Okay. Herr Gottfeld, waren Sie in der Ausstellung Ehre, wem Ehre gebührt? Haben Sie sich das angeschaut? Habe ich nicht. Ich war in Hamm in der Zeit und konnte das nicht machen. Ja. Also es war doch, halten wir doch mal fest, wie das jetzt historisch abgelaufen ist. Es taucht ein Artikel auf in der WN, dass eine Historikerkommission jetzt vorgeschlagen, so ist es jedenfalls für mich gewesen, vorgeschlagen hätte, den Platz umzubenennen. Und dann habe ich persönlich, weil ich den Herrn Lewe kenne, ihn angerufen, wie er dann plötzlich auf diese Idee da kommt. Und er sagte mir, ja, da ist ein Antrag gestellt worden, schon immer von der SPD und so weiter. Und da mussten wir was tun und dann haben wir eben diese Historikerkommission eingesetzt. Wenn ich jetzt höre, was Sie sagen, dann sieht das so aus, als ob die Historiker selbst auf die Umbenennung des Platzes gedrängt haben. Sie haben immer gesagt, wir haben das gemacht und wir haben dann dieses gemacht und wir haben dann das vorgeschlagen. Aber in Wahrheit ist es doch wohl so, dass Herr Thamer von der Stadt Münster dafür auch bezahlt worden ist. Für die Scooter. Das können wir ja vielleicht gleich klären. Nein, das muss man die Situation klären. Nein, das ist falsch. Das ist eine wirklich ganz problematische Unterstellung. Hat er kein Honorar dafür gekriegt? Nein, weder er noch Herr Kenkmann haben dafür ein Honorar bekommen. Ja, ich bitte wirklich mal mit dieser Unterstellung, die ist also wirklich extrem problematisch. Nein, also ich habe das hat Herr Thamer als Münster gehört, dass er was bekommt. Ja, dann wollten wir hier mal feststellen, weder Herr Thamer noch Herr Kenkmann haben für ihre Tätigkeit ein Honorar bekommen. Es gibt eine Unterstellung, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Ich bitte, bitte damit aufzuhören. Ja gut, das haben wir ja dann geklärt. Ist aber doch mal schön, wenn wir dieser Gelegenheit klären. Ja, auf eine andere Frage zu sprechen, apropos Historikerkommission und Straßennamen. Es wurde ja durchaus auch empfohlen, andere Straßen umzubenennen. In Münster, also es ist nicht alleine der Hindenburgplatz. Bezieht sich Ihre Initiative Pro Hindenburgplatz auch auf die anderen Straßennamen? Nein, ist das im Wesentlichen, mein Engagement bezieht sich jedenfalls auf die Umbenennung des Hindenburgplatzes. Ja. Die anderen Straßennamen kann ich nicht beurteilen. Ich habe nur festgestellt, dass laut Beschluss der Bezirksvertreterversammlung diese Umbenennung in Stärweg, dass das nicht durchgekommen ist. Ist vielleicht auch deshalb nicht durchgekommen, weil Herr Thamer da einfach nachweislich eine falsche Angabe gemacht hat darüber, dass Herr Stehr da bei der Bücherverbrennung dabei gewesen ist. Ich meine, wenn man so eine Bemerkung macht, hat teilgenommen an der Bücherverbrennung, da muss man das auch hieb- und stichfest beweisen können, sonst ist das so eine Rufkränkung, dass man dann mit dem gerichtlichen Einschreiten rechnen muss. So, jetzt will ich noch mal einen Punkt noch mal zu Ihnen geben, zur Frage der Motivation von Hindenburg. Sie haben ja gesagt, seine Treue zur Verfassung war nicht besonders gut. Hier steht in Ihrem Leib- und Magenbuch, Pyta, Seite 712, doch der Reichspräsident musste, auch wenn er das Ziel dieser Aktion begrüßte, dann ging es um die nationalen Kräfte, darauf bedacht sein, dass das Vorgehen mit der Verfassung im Einklang stand und einer gerichtlichen Nachprüfung standhielt. Hindenburg war nicht bereit, sich in seiner Amtsführung in puncto Verfassungsmäßigkeit Blößen zu geben. Seine eidliche Bindung an die Verfassung war für ihn auch deshalb sakrosankt, weil Verfassung und Recht einer Sphäre angehörten, deren Verästelung er nicht durchschauen konnte und wollte. Also das nur zur Klarheit, so ein schlimmer Bube war Hindenburg auf allen Gebieten doch nicht. Aber dann muss man schon sehen, Hindenburg hat natürlich versucht, Hindenburg war immer darauf bedacht, dass sein Ruf nicht leidet. Nicht? Natürlich begeht er keine Dinge, und wenn man schon schreibt, dass er davor nicht gewissermaßen, dass es nicht justiziabel ist, dann zeigt das ja schon, wie weit er versucht hat, dabei zu gehen.
Ich meine, es steht in jedem Überblickswerk, wann die Verfassungsbrüche offenkundig werden, nämlich mit der Unterzeichnung der Notverordnungen dann in der ersten Jahreshälfte 1933, ja, nach dem Reichstagsbrand. Ja gut, das war danach. Ne? Ja, wieso, was heißt danach? Was ist denn danach? Nach der Ernennung von... Moment mal, das sieht ja so... Natürlich, wir denken uns, da wäre sofort eine Diktatur installiert worden. Ich dachte, Hindenburg habe einen Reichskanzler installiert. Hatte denn Hindenburg dann damit vor, die Republik abzuschaffen? Nein, er wollte doch wohl einen Reichskanzler installieren, der weiterhin verfassungsmäßig dann diese Republik weiterführt. Ex post sieht es so aus, als würde gewissermaßen mit einem Paukenschlag plötzlich die Weimarer Republik nicht mehr existieren und dann das Dritte Reich beginnen. So ist es aber nicht. Man musste gewissermaßen diesen Übergang auch erstmal herstellen. Das heißt, das, was Hindenburg dann 1933 macht, ist, er bricht als Reichspräsident die Verfassung. Nicht? Er setzt Grundrechte außer Kraft. Das macht er nicht in einer Diktatur, sondern das macht er in einer Republik, deren Präsident er ist. Ja, also deswegen, ja. Das muss man. Also ich merke, wir kommen immer wieder auf Hindenburg zu sprechen. Das ist sicherlich einer der Schwerpunkte. Aber was zum Beispiel auch immer wieder zur Sprache gekommen ist, ist, dass es auch Bürger gibt, auch in der Pro-Hindenburg-Platz-Initiative, aber auch welche, die sich nicht dieser Initiative angeschlossen haben, die sagen, Schlossplatz ist eigentlich ein guter Name, aber nichtsdestotrotz wollen wir gegen die eigenmächtige Entscheidung des Rates zur Umbenennung protestieren. Das heißt, es gibt Bürger, die das so empfunden haben, dass diese Entscheidung über ihre Köpfe hinweg getroffen worden ist. Herr Krischer, wie würden Sie das sehen? Würden Sie sagen, dass dieses Empfinden auch irgendwo ein Ausdruck ist unseres Demokratieverständnisses, was sich gewandelt hat, dass die Leute nicht mehr das Gefühl haben wollen, also dass sich auch unser Verständnis der repräsentativen Demokratie gewandelt hat, dass man mehr Mitbestimmungsrecht allgemein haben möchte? Oder wo würden Sie diese Leute einordnen, die sagen, es geht mir einfach nur darum, mich hat irgendwie keiner gefragt? Also faktisch ist es ja so, und das haben wir gerade im Einspieler gesehen, sehr viele Leute wollen den Hindenburgplatz behalten. Und diese Leute haben nun gar nichts mit rechten Tendenzen zu tun. Sie machen das unter keinen Umständen, weil sie in irgendeiner Weise dort gewissermaßen Geschichte revidieren wollen. Sie machen es aus diffusen Motiven. Wir haben gehört, der Platz hieß immer so, daran habe ich positive Erinnerungen. Das sind doch alles völlig legitime Gründe. Wir werben ja nur dafür zu sagen, überlegt doch mal, ob das wirklich auch so sinnvoll ist. Das heißt, in der Tat geht es hier nicht um eine, muss man nicht Angst haben um Münster, dass hier gewissermaßen eine Hindenburg-Verehrerstadt so wirklich de facto entsteht mit Blick auf die Bürger. Auf keinen Fall. Diese Bürger sind auch nicht rechtslastig und haben auch keine Nazi-Affinitäten. Auf keinen Fall. Und deswegen würde ich Ihnen tatsächlich recht geben, dass hier das auch als Kanal gesucht wird, um das diffuse Unbehagen an der Politik mal auszudrücken. Momentan ist Politik völlig überkomplex. Man weiß nicht, was mit Europa passieren wird. Man weiß auch nicht, ob man jetzt den Schirm ablehnen soll oder nicht. Das sind ja alles Dinge, die in Zukunft hineinragen. Und deswegen sucht man, glaube ich, nach einfachen Fragen, die so wirklich wunderbar mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Und das ist bei der Hindenburg-Sache der Fall. Da haben wir es wirklich so, dass es wirklich entweder Befürworter oder Gegner dieses Namens gibt. Kaum etwas dazwischen, auch aber wenig. Das heißt, das wird schon als Kanal gesucht. Und es wäre ja geradezu tragisch, muss man noch mal sagen, wenn diejenigen, die gewissermaßen, das liest man ja auf Facebook immer, denen es da oben mal zeigen wollen, ausgerechnet ihr sozusagen basisdemokratisches Anliegen an dem Antidemokraten Hindenburg exerzieren. Nicht? Das ist das Problem, das ist ja gerade gewissermaßen die Tragik bei dieser ganzen Geschichte. Bürgerentscheide sind gut, ist wichtig, aber das ist natürlich eine ganz besondere Situation. Ja, also dass die Leute auch so aufgewühlt sind, dass wir so eine riesige Wahlbeteiligung haben, weil die Frage scheinbar so klar ist. Nicht? Das ist so, ich glaube, es ist was anderes, wenn man über Müllverbrennungsanlagen oder sonstige Dinge, die auch Gegenstand von Bürgerentscheiden sind, da hat man viel mehr Indifferenz. Hierbei ist es nicht der Fall. Es mobilisiert, ganz klar. Ja. Es geht auch um die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Nicht? Muss ich mich weiterhin schuldig fühlen oder nicht und so weiter. Und all das spielt da hinein, ja. Deswegen, es ist eine ganz komplexe Lage und wir werben einfach nur, also die Historiker werben einfach nur dafür zu sagen, erstens, Hindenburg ist wirklich keine Figur für das 21. Jahrhundert. Man darf im Jahre 2012 keinen Platz mehr nach Hindenburg benennen und bitte bedenkt das, dass ihr gewissermaßen hier die falsche Figur für euer legitimes demokratisches Anliegen gewählt habt. Frau Paul, wie bewerten Sie eigentlich überhaupt diesen Bürgerentscheid? Halten Sie den für sinnvoll oder... Hätten Sie den sozusagen lieber vermieden? Naja, ob ich jetzt persönlich die Frage als Bürgerentscheid auf den Tisch gebracht hätte, das kann ich, glaube ich, verneinen. Ich finde, Bürgerentscheide sind definitiv ein sinnvolles Instrument unserer Demokratie
Und ja, die Quoren für die Bürgerentscheide sind gerade gesenkt worden. Auch das begrüße ich sehr, denn das bedeutet im Endeffekt, dass es den Bürgerinnen und Bürgern leichter fällt, eben sich an der Demokratie zu beteiligen und da auch selbst ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen. Das ist das gute Recht der Bürgerinnen und Bürger. Und wenn es wirklich so viele Menschen gibt in Münster, dann glaube ich das auch, wie Herr Krischer, dass diese Menschen eben halt das am Heimatgefühl festgemacht haben und nicht wie Sie, Herr Gottwald, an der Person Hindenburg. Das, denke ich, ist keine Frage. Man muss sich allerdings auch angucken, was macht das Ganze denn überregional mit Münster. Denn der Imageschaden, den die Stadt da unter Umständen davonträgt, wenn der Platz am Sonntag wieder Hindenburgplatz heißen sollte, wovon ich erstmal nicht ausgehe, kann erheblich sein. Also wenn wir uns das jetzt angucken, was für Kräfte da gerade irgendwie den Blick auf Münster richten, dann sind es Leute wie Pro-Bewegung, Pro-NRW, Pro-Hannover, die eben halt dazu aufrufen, dass die Münsteraner Bürgerinnen und Bürger hier doch bitte mit Ja zu Hindenburg stimmen sollen. Das sind rechte Burschenschaften, die da drauf gucken. Das sind NPD-Funktionäre und NPD-Sympathisanten, die sich da auf Facebook tummeln. Und das sind natürlich einfach auch die Geister, die Sie mit Ihrer Initiative gerufen haben. Ich möchte damit überhaupt nicht sagen, dass der normale Münsteraner Bürger oder die normale Münsteraner Bürgerin eben halt eher rechte Tendenzen hat. Aber auch diese Leute, die aus dem rechten Spektrum kommen, die gucken eben auch auf Münster. Und das müssen wir mit berücksichtigen. Herr Krischer, Sie haben ja vorhin angesprochen, dass es sozusagen jetzt schon ein längeres Thema, also eine längere Auseinandersetzung mit dem Thema ist, auch schon im letzten Jahr. Herr Gottwald, ich weiß nicht, ob Sie sich einmal mit dem Münsterbarometer auseinandergesetzt haben. Da gab es ja diese Umfrage unter den Münsteranern, wie es denn aussieht mit dem Namen Hindenburgplatz. Ist das jetzt von der Uni? Genau, vom Institut für Soziologie, die BEMA-Forschungsgruppe. Und da war es ja so, dass 2011, also im vergangenen Jahr, im Herbst, noch 70% etwa, das ist jetzt ungefähr etwa 70% der Münsteraner gesagt haben, nee, wir wollen eigentlich nicht, dass das umbenannt wird, es soll Hindenburgplatz bleiben. Und wenn man sich aber jetzt gerade die aktuelle Umfrage angeschaut hat, dann wird es verdammt knapp, wenn man das so sagen möchte, und nur noch 47% der Münsteraner ungefähr sind in etwa für den Hindenburgplatz. Wie erklären Sie sich diesen Wechsel? Da darf ich noch mal kurz dazu sagen, was Frau Paul gesagt hat. Sie selbst haben ja gesagt, es besteht nicht die Gefahr, dass Münster jetzt nach rechts rückt und oder nationalkonservativ wird. Da müsste ja wohl auch der Rat in dem Jahr jetzt vorzugsweise zumindest zur Hälfte linke oder links nahestehende Parteien sind, zurücktreten und gar nichts mehr tun. Und wenn sich die CDU angucken, wie sie abgestimmt hat, dann ist ja offenbar auch ein Großteil der Mitglieder nicht besonders nationalkonservativ. Sonst hätten sie überhaupt nicht ihren Oberbürgermeister diesen unseligen Beschluss durchführen lassen. Da mache ich mir schon keine Sorgen. Aber selbst so ein Mensch wie ich kann ja demokratisch empfinden. Und ich fand es einfach ein Fehler, dass man überfallen wird, unvorbereitet mit dieser Frage Hindenburgplatz weg. Und dann waren ja auch noch andere Namen im Gespräch. Es war ja gar nicht so, dass man unbedingt Schlossplatz wollte, sondern man hat sich auf den geringsten Nenner dann geeinigt, um das dann durchzusetzen und die Bürger dann zur Abstimmung zu kriegen. Ich hätte es besser gefunden, wo man in der Politik zu jedem Mist gefragt wird und sich über alles aufregen kann. Wenn man das so wie in Gronau, Stadtlohn oder Regen gemacht hat, da hat man nicht die Bürger vorher gefragt, der Straßen, ob sie damit einverstanden wären. Und diese Erbitterung, die kommt eben daher, dass man nicht vorher gefragt hat und dass dann darüber hinaus der Herr Lewe eine Umfrage gemacht hat mit einer Suggestivfrage, zu der man nichts anderes sagen konnte als nein, wir wollen eine Umbenennung haben. Und dass man dann die Kommission, tut mir leid, muss ich jetzt mal sagen, mit eher linken Historikern besetzt hat. Es gibt sicherlich in der Bundesrepublik noch hinreichend Historiker, nehmen wir mal welche von bayerischen Universitäten, diese Frage ganz anders gesehen hätten. Also man hat das dann dahin gesteuert und hat dem Bürger gesagt, so jetzt sei mal zufrieden. Und natürlich hat nicht mal die CDU das durchgekriegt. Ein Großteil der CDU-Leute haben ja dann eben doch nicht entsprechend so gestimmt, wie ihr Oberbürgermeister wollte. Und jetzt ist der Ärger noch größer. Also das meine ich, das war im Schuss in den Ofen, ein völlig falsches, undemokratisches Vorgehensweise und deshalb schon alleine wollen viele das nicht akzeptieren. Jetzt hat sich ja sozusagen, wenn man sich einmal den Verlauf anschaut,
Gut, ja. 2012 die Meinung ein bisschen gewandelt. Würden Sie sagen, da hat das, was Sie angesprochen haben, der Ärger über die Umbenennung nachgelassen und die Auseinandersetzung mit dem Thema zu einer veränderten Meinung geführt? Oder worauf würden Sie das zurück? Ich weiß, also erstmal bezweifle ich Umfragen sowieso. Und ich weiß auch nicht, mit welcher Fragestellung da diese Umfrage des Soziologischen Instituts hervorgegangen ist, kann ich nicht sagen. Es kann eine Rolle spielen, dass mit dem gewaltigen Werbeaufwand, den ja die Schlossplatzseite gemacht hat, die haben ja nichts unversucht gelassen und haben auch jede Menge finanzielle Mittel auch mal zur Verfügung gehabt, was Plakatieren und so weiter angeht, dass das dazu geführt hat, dass der eine oder andere dort anderen Sinnes geworden ist. Aber ich würde sagen, warten wir erstmal ab, was da am Sonntag rauskommt. So ganz sicher, glaube ich, ist die Gegenseite auch nicht, dass Schlossplatz rauskommen wird. Gut, das ist auch ein gutes Statement jetzt. Jetzt würde ich Sie beide noch mal bitten, Herr Gottwald und Frau Paul, jeweils noch mal kurz, unterstrichen kurz, zusammenzufassen, warum denn die Bürger für jeweils ihre Schlossplatz oder Hindenburgplatz stimmen sollen am 16. Vielleicht möchten Sie beginnen, Frau Paul, ganz kurz. Ich möchte an Bürgerinnen und Bürger appellieren, dass sie eben für den Schlossplatz und damit Nein zu Hindenburg am Sonntag ankreuzen, weil ich glaube, dass der Imageschaden für die Stadt Münster fatal wäre, weil ich glaube, dass uns das nicht gut zu Gesicht stehen würde und man muss eben halt die historischen Fakten damit berücksichtigen, auch wenn man noch so sauer auf den Rat ist, der das aus meiner Sicht aber auch in einem ganz normalen demokratischen Verfahren so entschieden hat. So, das ist nur ihr. Geben Sie nicht ab, ja, schlau. Ja. Ja, ich hoffe, dass die Bürger so stimmen wie 2011, wo 75% der Leute, die befragt worden sind, gegen die Umbenennung waren. Mich hat diese jetzige Kampagne für Schlossplatz nicht überzeugt. Die Argumente, die gegolten haben, dass das hier manipulativ eingefädelt worden ist vom Rat, die gelten nach wie vor. Und ich meine, das sollte man sich als Münsteraner nicht gefallen lassen, sondern Herr seiner eigenen Beurteilung und Entschlüsse sein. Okay, vielen herzlichen Dank an Frau Paul, Herrn Krischer und auch Herrn Gottwald. Das war es soweit erstmal von uns. Wir möchten uns mit einem kurzen Wahlaufruf verabschieden und sind natürlich gespannt auf die Ergebnisse des Bürgerentscheids. Vielen Dank nochmal. Okay.